Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bayride. Ja, in der letzten Folge haben wir das Fundament gesetzt für die krasse Dorfhalle, die wahrscheinlich jetzt erstmal sehr, sehr lange braucht. Also in den nächsten zwei Folgen werde ich damit nicht rechnen, dass die fertig wird. 90 Holz einfach. 80 Holzplanken, Kupfernägel, Seil, Stroh. Also das ist alles sehr, sehr viel Material und ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinkriegen. Aber ich bemühe mich. Und damit, let's go. So, diesen Grubenholz, das Grubenholzteil, das müssen wir jetzt noch erforschen. Dann können wir im Prinzip Bretter herstellen, die wir hier dringend brauchen. Ja. Holzplanke. 80 Stück brauchen wir davon. Bin gespannt. Wir können mit unseren 650 Punkten eigentlich auch nochmal eine neue Person holen, damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Ich gehe einfach mal in Richtung Stadt und werde mal schauen, ob wir da noch jemanden finden. Im Winter können wir ja jetzt eh nichts machen. Außer vielleicht noch einen Hirsch zu jagen. So, der läuft auf die offene Fläche. Geil, sehr gut. Erwischt, aber noch nicht tot. Ja, der ist da hinten in Richtung Banditenlager gelaufen. Ich gehe lieber in die Stadt. Ist mir sicherer. Wir haben zwei Männer und drei Frauen. Also einen Mann eventuell, den wir hier engagieren. Guck mal, ob ich einen finde, der zu uns passt. Bist du ein Mann? Siehst zumindest so aus. Er ist Brigant. Okay, alles klar, den kann ich nicht engagieren. Der gehört hier zum Inventar des Dorfes. Ach, das ist der Schmied, für den wir die Quest machen. Okay. Der fällt auch raus. Das sind Landstreicher. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, was ist mit dir? Du brauchst 753, so viel habe ich leider nicht. Okay, dann muss ich mir einen anderen suchen. Gibt es erstaunlich viele Frauen in diesem Dorf. Oh, der braucht 1300 und Leute. Nee, das kann ich mir auch nicht leisten. Gibt es hier nur Frauen in dem Dorf? Nee, er ist Brigant. Die ist eine Frau, ja. Der braucht... Ach, der wäre halt super, aber der braucht ein paar mehr Punkte. Ich muss ja noch eine Quest machen. Was hast du denn für eine Quest für mich? Kann ich dir bei etwas helfen? Ich würde gern irgendwie dekorieren. Wenn du so geschickt bist, wie man sagt, könntest du einen Beitrag leisten, indem du Trophäen für die Halle herstellst. Verfolgen wir das mal. Wolfstrophäe, Hirschtrophäe, Wildschweintrophäe. Nee. Mit so aufwendig. Na, der braucht auch zu viel. Also vielleicht doch so ein Landstreicher. Der Bettler braucht auch 703. Was ist denn hier los? Okay, alles klar. Kann mir gar keinen leisten von denen. Hat hier jemand noch eine einfache Quest für mich? Okay. Mit wem sollte ich jetzt sprechen? Ich habe eine Sache im Sinn, die perfekt zu deinen Fähigkeiten passt. Ich hoffe, deine Bogenschießkünste für alles, was in der Zukunft vorhat, aufzufrischen. Der kleine Haken ist jedoch, dass der älteste meinen Köcher Pfeile verkauft hat. Würdest du so nett sein und mir neue besorgen? Das kann ich machen. Wie viele Pfeile möchte sie haben? Okay, sie möchte auch einen Stoffköcher haben. Na, dann muss ich mir halt selber einen besorgen oder einen selber einmachen. Dann, nimm meinen Stoffköcher. Okay, jetzt habe ich 130 Ruhm, jetzt habe ich 780. Jetzt könnte ich einen
Einen von denen, die ich vorhin angequatscht habe. Mal gucken, wo die jetzt sind. Der ist Brigant. Der hier. Der ist doch perfekt für uns. 753, sehr gut. Der ist, hat 2 von 3 in Kochen. Der hat 2 von 4 in Herstellung. 2 von 3 in Arbeiter. Und Stärke 2 von 4. Ist kein guter Kämpfer. Aber er ist ein guter Arbeiter. So, dann geh mal und arbeite für mich. Und ich gehe zurück zu meinem Dorf. Es wird jetzt auch Nacht. Ich muss einen Stoffköcher herrichten. Also ich muss ja sowieso für die eine, die bei uns die Bogenschützin ist, nochmal völlig neu einen Bogen, Pfeile, Stoffköcher, das braucht die ja alles noch. Die ist ja jetzt gerade unbewaffnet. Und für mich natürlich auch. Ich brauche auch wieder einen Stoffköcher und Pfeile. Ja, top. Hat sich doch gelohnt. Ein neuer, super toller Arbeiter in meinem Dorf. Der zur Not auch kämpfen kann mit seiner Stärke. Hoffe ich. Ah, er wird auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall Waffen leveln. Wenn er bei uns ist, wird er Waffen leveln. So, erstmal gehen wir schlafen. Ist ja auch schon nachts. Vielleicht ist es ja morgen, ist morgen vielleicht kein Winter mehr. Es schneit und es regnet. Das ist ja wirklich ekliges Wetter. Aber ich glaube, der Schnee taut. Kann das sein? Ja, der taut. Sehr gut. So, wir haben schon 4 von 5 Baumstämmen. 4 von 15. 21 von 90 Holz. Kupfernägel 2 von 15. Seil 12 von 30. Also es läuft. Wir sammeln jetzt so lange, bis wir auf die Materialien stoßen, die wir zurzeit nicht sammeln können, weil wir da einfach noch nicht die richtigen Dinger haben hier. Der Drescher. Ein Arbeitsbereich zum Trennen von Weizenkörnern und Stroh. Hm. Was ich auch mal tun könnte, ist, also während die jetzt so ein bisschen hier weiterarbeiten, meine kleinen Schäfchen, ist nach Bradford zu reisen, um meine Quest zu erfüllen. Was ist mit den Quests hier? Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich... So, mit dem soll ich quatschen. Ja, das kann ich auch machen. Ich muss jetzt erstmal hier Großauftrag, sprich mit dem Zimmermann. Bewährungsprobe. Ja, dann machen wir das doch erstmal, sprechen wir doch erstmal mit dem hier vorne. Das ist der an dem Fluss, ne? Der wollte wissen, wie der Älteste in dem Dorf da, wie der das geschafft hat, irgendwie diese komische Goldforelle da zu fangen. War das eine Goldforelle? Irgendwie so. Nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwie so. Dann machen wir erstmal ein paar Quests. Ist doch kein Problem. Erstmal ziehe ich mir was zu essen rein. Meine Leute müssen jetzt auch wieder Pilze sammeln. Und die zwei Fallen, die müssen auch mal aufgesammelt werden. Ja, Beeren werden auch gesammelt, sehr gut. Dann kann auch Marmelade hergestellt werden. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht, ne? Aber habe ich alles eingestellt. Müsste erledigt werden. Was hat der hier zu verkaufen, der Händler? Ich kann hier gegrillten Fisch kaufen. Okay. Hm. Schade. Ich dachte mal, dass da irgendwer hier mal Kartoffelsamen oder so verkauft. Da vorne sind anscheinend zwei Banditen. Ja. Oberkörper frei. Die kriegen wir. Easy. So. Okay, habe ich genau in den Pfeil reingelaufen. Überfallgefahr erhöht. 51%. Aber 51% ist immer noch okay. Der hat einen Pilz dabei. Top. Wo ist der andere? Da. Boah, das sieht aber auch nicht gesund aus, was du da machst.
vorn sind schon die nächsten. Die sehen ein bisschen besser gepanzert aus. Aber die dürfte ich eventuell auch noch schaffen. Hoffe ich. Komm schon, einer muss jetzt umfallen von euch Idioten. Ja, sehr gut. Der andere auch. Dankeschön. Boah, ey. Ihr wollt's aber auch heute wissen, ne? Ach so, kann ich ja auch Ruhm machen. Also beim nächsten Mal, vielleicht bevor ich mir eine dumme Quest aussuche, mache ich lieber ein paar Banditen fertig. Okay, sehr viel Gold und ein wenig Riemen. Ah, was heißt ein wenig? Also 5 sind schon okay. Warte mal, lesen wir gerade ein Buch? Ja, wir lesen gerade ein Buch Einhandkampf. Okay. Was den Köder angeht, was... Na, schön... Na, na, schon zurück. Hast du es geschafft, den Köder des Ältesten Ansgar zu bekommen? Ich arbeite noch dran. Hä? Achso, ich muss erstmal mit dem quatschen oder was mit dem Ältesten. Habe ich das noch nicht gemacht? Oh, oh, oh. Dann gehen wir da jetzt hin. Ist ja kein Problem. Wo ist der Älteste? War der nicht hier irgendwo? Er hat noch eine Quest für mich. Die klicke ich mal so durch. Was möchte der von mir? Ich soll mit dem Kräuterkundler sprechen. Okay, nee, ich brauche jetzt erstmal den Ältesten. Kann natürlich aber auch erstmal gucken, was die Leute hier so auf Lager haben. Was ich kaufen könnte. Hm. Bist du der Älteste? Ja, du bist der Älteste. Ich wurde von einem Fischer geschickt. Er spricht sehr lobend über deine Anglerkünste. Besonders im Umgang mit einer bestimmten goldenen Forelle. Ah, das muss Paul sein. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so leidenschaftlich für das Angeln ist. Nun, ich hatte meinen gerechten Anteil an Erfolg mit der Rute und der Rolle, besonders in meinen jüngeren Tagen. Aber heutzutage bin ich mehr damit beschäftigt, dieses Dorf zusammenzuhalten. Er erwähnte einen speziellen Köder, den du verwendest. Könntest du ihn mir bitte mitteilen? Ich kann dieses Geheimnis nicht einfach so weitergeben. Es ist sozusagen ein Familienrezept. Aber ich kann dir eine Probe davon geben. Das sollte ausreichen, um die goldene Forelle zu fangen. Okay. Aber nicht umsonst. Wie wäre es mit einem Tausch? Hilf unserem Dorf und ich helfe dir. Alter, geh mir nicht auf die Eier. Hier ist, was ich im Gegenzug möchte. Bring mir 5 geräucherte Fleischstücke. Die Vorräte unseres Dorfes gehen zur Neige. Okay, das ist ja jetzt nichts, was ich nicht hätte. Aber trotzdem, dieses immer dieses irgendwas haben wollen und bla und... Digga... Könnt ihr mir nicht einfach mal Sachen geben? Einfach mal Sachen geben, die ich möchte? Was ist so schlimm daran? Du bist Buchhändler. Dich brauche ich nicht. Du bist Tavernentyp. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendjemand, der mir Samen verkauft? Vielleicht? Anscheinend nicht. Aber wir können mit dem Kräuterkundler sprechen, diese Quest, die wir da eben bekommen haben. Der ist hier nicht weit weg vom Dorf. Oh, da hinten sind ja auch noch Häuser. Gehen wir doch da mal hin. Außer da sind Banditen. Weil da vorne, da sind schon wieder Banditen. Da, die da. Ist das ein Banditenlager hier oben? Ich bewaffne mich schon mal. Nee, sieht nicht so aus, als ob das Banditenlager hier ist.
steht hier irgendwas? Familienfarm. Aha. Eine Familienfarm? Vielleicht kriege ich hier Saat. Bleiben Sie mal stehen. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Kartoffelsamen, rote Beetesamen, Zwiebelsamen, Rübensamen. Ich kaufe Kartoffelsamen. Oh, das haben die nur einmal. Okay, dann muss ich ein bisschen gucken, was ich hier kaufe. Zwiebelsamen habt ihr zweimal, Rübensamen habt ihr einmal, Radieschensamen dreimal. Ja. Baumwollsamen. Klingt auch, als ob ich das gebrauchen könnte. Hanfsamen, Salbersamen, den Rest kann ich nicht, den braucht keine Sau. Okay, aber ich habe Samen. Top, da vorne ist eine Ruine. Finde ich gut. Da können wir jetzt mit hoher Priorität Gemüse anbauen bei uns. Sehr, sehr nice. Vielleicht haben wir irgendwann dann so ein Feld, wo wir nur Kartoffeln anbauen können. Ein Feld, wo wir nur Rüben anbauen können. So. Das wäre nice. Haben wir noch was zu essen? Eine Beere. Mein Questziel. Leider kein Fleisch mehr, deshalb ist mein Lebensbalken gerade auch so klein. Ein Bauer in Patzdorf braucht Hilfe bei einer Kuh, die von Wölfen gebissen wurde. Er glaubt, dass ein Heilmittel zusammenbrauen kannst, das hat... Nochmal. Zusammenbrauen kannst, hat ein kleines Problem. Hat ein kleines... Was? Alter, die Übersetzung ist auch manchmal so krass. Ach, die Wölfe machen schon seit einer Weile Ärger. Ich würde gerne helfen, aber mir fehlen die richtigen Kräuter für eine Heilmischung. Wenn du sie besorgen kannst, kann ich etwas zusammenbrauen. Natürlich, welche Kräuter brauchst du? 5 Salbei, 3 Knoblauch. Easy peasy, Digga. Easy peasy. Dann gehe ich mal zu meiner Farm und besorge das Zeug. Ich könnte es jetzt bestimmt auch unterwegs pflücken, aber... Ich weiß, dass in meiner Farm halt genau das richtige Zeug drin ist. Genau in der richtigen Menge. Ja, die Straße muss ich eigentlich nur runterfolgen, dann komme ich zu meinem Dorf. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall Knoblauch. Dreimal brauche ich Knoblauch, ne? Da kann ich gleich mal die Samen hier reinpacken. Eigentlich den ganzen Rest auch. Okay, dreimal Knoblauch. Und Salbei braucht er fünfmal, ne? Okay, gut. Bei meinem Feld stelle ich jetzt nochmal ein, dass eine Priorität drauf liegt auf... Kartoffeln, Rübe, Radieschen, rote Beete, Zwiebel. Also eigentlich alles, was gegessen werden kann. Na dann, pflanzt mal an. Und ich gehe zurück zu meinem Questziel. So, ich habe dein Zeug. Was die Kräuter für die kranke Kuh betrifft, du hast es geschafft, sie zu sammeln. Hier. Schnelle Arbeit, gut gemacht. Verschwenden wir keine Zeit, gib mir eine Minute. Ich werde den Trank brauen. Es ist fertig, sage dem Bauer, dass er diesen Trank nur zweimal am Tag geben muss. Okay, gut, 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 gut. Jetzt gehen wir wieder zum Bauer. Und der bekommt jetzt den Heiltrank. Müssen natürlich darauf achten, dass wir hier keinen Banditen über den Weg laufen. Von denen es hier wieder sehr, sehr viele gibt. Der Typ da vorne hat eine Quest für uns. Ja, warum nicht? Hör zu, ich brauche ein bestimmtes Material für ein besonderes Projekt. Ich dachte, du wärst vielleicht daran interessiert, etwas Arbeit zu bekommen. Erzähl mir mehr. Eine Sache, ich arbeite an einer einzigartigen Rüstung, die einige ganz besondere Komponenten benötigt. Ich brauche ein Set Hirschgeweihe für den Helm. Wärst du bereit, welche für mich zu sammeln? Kann ich versuchen. So. Wie viel braucht er denn? Einmal Hirschgeweih nur?
Ja, easy peasy. Das habe ich in meinem, in meinem Lager. Na komm, ich prügel mich jetzt nochmal mit denen da vorne. Der wehrt alle Schläge ab, das gibt's ja gar nicht. Die beiden Idioten. Der hat eine Kartoffel, die esse ich gleich mal. Dann habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Und dann gehen wir mal in das Dorf zurück. Und geben endlich den Heiltrank ab. Katze streicheln muss sein. Aber gibt es hier keine Hunde? Ist das so ein Katzenfreundspiel? Warum gibt es hier keine Hunde? Ich möchte einen Hund streicheln. Ich bin nämlich kein Katzenmensch. Ich bin eher ein Hundemensch. Was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ja, hast du einen Trank. Sehr gut. So. Kann ich auch zurück in meinem Dorf, weil jetzt ist sowieso Nacht. Und ich sehe nichts mehr. Und es sind schon wieder Banditen. Die sehen leicht zu besiegen aus. Die geben natürlich ja auch die Punkte, also ist ja gar nicht so schlecht, dass man die auch fightet dann. Der so viel aus? Oder ist mein Knüppel kaputt? Nee. Der hält einfach viel aus. Okay. Ja, doch, Rico. Gib mir deine Beeren, Rico. Und der hat noch ein paar Riemen für mich. Schön. Rico. Rico, das ist genau der richtige Moment, weil ich habe gerade wieder Platz frei zum Essen. Danke, Rico. Deshalb hat er so viel ausgehalten. Der ist Ostdeutscher. Was? Irgendwie sammelt die Falle hier vorne keiner ein. Ich mach das mal. Ja, Holz haben wir fast voll. Ja, Baumstämme sind noch nicht so. Okay, aber ich gehe erstmal schlafen, komm. So, ich kann wieder. Kann wieder ein Buch lesen. Und auf Bogen schießen. Ja, sehr gut. Woran hapert es jetzt eigentlich, dass wir das, dass wir dieses Bretterlager da nicht erforschen? Was fehlt uns da? Benötigt drei Baumstämme. Okay. Die Baumstämme sind das Problem. Ja, weil wir gerade so viele für unsere Dorfhalle brauchen. Das ist es nämlich. Ich würde gerne noch einen Bauernhof bauen. Und zwar... Hier vorne lässt er mich nicht. Mal gucken, da vorne vielleicht, auf dem Feld. Auf dem freien Platz. Hier muss ja eigentlich nur gepflügt werden, ne? Lass mal hier den ganzen Flachs und sowas anbauen. Und Baumwolle. Es werden Bäume gefällt. Naja, wenigstens was. Top. Leider, ich habe leider selber keine Axt mehr. Gibt es da drüben im Holzfällerlager noch eine Axt für mich? Dann würde ich mal schnell selber Baumstämme ernten.
Oder gibt es hier sogar vielleicht... Ah, okay, warte mal. Inventory. Dahin. Okay. Ja, wir haben nämlich hier vorne... Hier vorne am Feld, an unserem ersten Feld, haben wir nämlich noch einen Baumstamm liegen, der noch nicht geteilt wurde. So. Wenn wir den nämlich jetzt in drei Teile teilen, können wir den zum Forschen nehmen. Ja, ich wusste es. Drei Baumstämme kann ich nicht tragen. So, haben wir drei Baumstämme drin. Jetzt können eigentlich ja weiter geforscht werden hier. Meine Freunde der Nacht. Ich werde gleich mal das Feld pflügen. Jemand hat die Hacke genommen. Okay. Na dann, wenn ihr das selber machen wollt, dann macht, dann macht. Ich halte euch nicht auf. Tut Dinge. Okay, jetzt haben wir es erforscht, das Grubenholzteil. Dann würde ich sagen, wo stellen wir das hin? Hier so? F platzieren. Nee, nicht Holzfällerlager. Oben Holz, F platzieren. Vielleicht hier so neben das Lager. Baumstamm, Baumstamm, Baumstamm. 5 Baumstämme und 6 Holz. Ja, verstehe. Gut. Benötigt ein Werkzeug. Benötigt einen Wer... Ach, warte mal, warte mal. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich glaube, der da drüben verkauft mir einen Bauhammer. Den wir theoretisch selber herstellen könnten, aber ich glaube, ich kaufe den erstmal. Weil wir haben noch 423 Münzen. Ich kaufe auch gleich einen Riemen, wenn er einen hat. So. Riemen. Zimmermannshammer. Okay. Dann versuchen wir es mal. Ich glaube, mit diesem Werkzeug ist es erst möglich, so komplexere Häuser wie die Dorfhalle zu errichten. Okay, was passiert jetzt? Oh, okay. Nice. Jetzt bauen wir die scheiß Dorfhalle. Also ich verbaue jetzt glaube ich erstmal die Baumstämme. Aber ist ja egal. Let's go. Er nimmt die Dorfhalle zumindest schon mal ein bisschen Gestalt an, ne? Aber so ein Zimmermannshammer ist natürlich auch wieder ein Werkzeug, das an Haltbarkeit verliert. Mit dem wir einfach umgehen müssen. Wie kann es sein, dass auf dem Baumstamm schon Moos ist? Die liegen da schon eine Weile. Die wurden jetzt über 3 Tage gesammelt oder so. So, ich habe ein bisschen angefangen, die Dorfhalle zu bauen, aber ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge. Bell Ride hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen, vielleicht ein Like unter das Video und auch einen Kommentar zu schreiben. Das füttert den Algorithmus. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.